Willkommen zurück bei Halo Reach Commentary. Weiter geht's. Wir sind hier in New Alexandria und haben gerade das Krankenhaus abgeschlossen. Genau wie die erste Begegnung, was immer das war. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das ganze Ding hieß. Und ja, jetzt kommt als letztes nämlich dieser Nachtclub. Das erste war irgendwie im Penthouse oder so, was halt auch auf einer Karte basiert, die schon in Halo 2 drin war. Es folgt allerdings erstmal wieder eine kleine Nebenmission. Ich habe auch gerade mal geguckt, ich bin so ungefähr auf der Hälfte hier, werde jetzt also versuchen, innerhalb von 2 Folgen das Ganze dann fertig zu kriegen. Da habe ich auch wieder 5 Folgen aufgenommen, das reicht dann für mich auch erstmal. Werde dann wahrscheinlich die nächsten Tage nochmal weiter dran machen, weil macht ziemlich Spaß jetzt wieder und ist auch ganz lustig. Und das führt mir eigentlich schon zum nächsten Thema, was ich auch schon so ein bisschen angedeutet habe, nämlich dieses, was auch schon einige andere scherzhaft gesagt haben, wenn einfach dieses ganze Let's Playen ohne Rückbildung so viel Spaß machen würde, könnte man tatsächlich die ganzen Videos einfach auf die Festplatte bringen und dann nie wieder abspielen. Das habe ich auch schon von jemand anderem mal gehört. Das war halt auch so scherzhaft gemeint, weil im Endeffekt, wer sagt, dass es auch Spaß macht, wenn man. Achso, es gibt hier keine Ego-Perspektive, deswegen soll ich auch voll mal nicht versuchen, in die anderen reinzukommen. So, ich bin ja auch wieder ordentlich am Rauchen. Rauchen ist nicht gut für die Gesundheit, das merkt man dann, wenn der Flieger explodiert. Nur mal so kleine Info am Rande. Gesundheitliche Tipps gebe ich ja gerne hin und wieder mal, vor allem wenn sie total schwachsinnig sind. Und ja. Über diese Geschichte habe ich tatsächlich sogar mal ernsthaft nachgedacht. Weil, wie gesagt, das ganze Aufnehmen macht mir Spaß. Hochladen ist eine Sache, die kann man nebenbei machen. Wenn man nicht gerade irgendwas online spielen will, ist das alles kein Thema, stört nicht wirklich. Vor allem nicht bei meiner Leitung, da kriege ich auch die ganzen Videos relativ schnell hoch. So, hier ist aber erstmal das gleiche wie beim letzten Mal auch, nämlich, ja, raus aus dem Flieger und dann irgendwie darauf warten, dass ich hier Evakuierung anfordern kann, was scheinbar noch gar nicht geht. So, ich glaube, ich parke den jetzt erstmal weiter weg hier. Ach, ich glaube, ich versuche den hier gerade so zu verlassen, dass er dabei kaputt geht. So, hier mal kurz anstupsen. Tut mir natürlich leid um die Kumpanen da drin, um die anderen Soldaten allerdings, ja. Ego-Sau oder so. Ich gehe vor, weil damals auch für Notevakuierung bereit machen. Ach, werde ich gleich wieder abgeholt. Ja, wie gesagt, schade um die beiden Soldaten. Tut mir ehrlich leid, aber sie waren leider nicht schlau genug auszusteigen, wenn als noch die Zeit war. Und ja, irgendwie muss er hier weiterkommen. Ich glaube, ich spule mal ein bisschen vor, weil hier ist es einfach nur warten. Ich glaube, gleich wird der Bildschirm dunkel. Oder ich kriege hier gleich einen Flieger direkt hier hin. Währenddessen sammeln sich die Banshees wie die Geier an. Ein Vulture wäre hier eigentlich auch nicht schlecht. Das hätte ich eigentlich fest erwartet, dass hier aus Halo Wars mal die ganzen Superviecher ankommen. Dass er jetzt wirklich mal so einen Vulture-Kampf hat und die dann irgendwas angreifen, am besten mal selber noch mit drin. Ja, wir haben jetzt zumindest wieder einen heilen Flieger. Rauchen ist ja kein Problem, das ist momentan noch ein Nichtraucherflieger. Im Gegensatz zu den Banshees, da sieht man mal. Rauchende Fahrzeuge töten, die Insassen. Ich sollte da nicht so scherzhaft drüber reden, weil das ist tatsächlich eine Todesursache bei Autounfällen. Aber ja. Also dieses einfach nur auf der Platte speichern, weil einem das Video machen viel Spaß macht. Aber YouTube nicht. Einige meinen, das Video machen an sich macht genug Spaß. Finde ich auch gewissermaßen. Allerdings, wenn man dann halt, wie gesagt, dann einige Projekte hat, wo man auch eine gewisse Zeit drin steckt, ein gewisses Herzblut und so weiter, dann ist das schon ein bisschen was anderes. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorspulen weiter, dass wir dann näher hinkommen und auch ein bisschen schneller noch. Ja, ist jetzt gerade nicht wirklich so interessant. Da habe ich nur wieder mal nach hinten geguckt, ob mich einer verfolgt. Aber ich glaube, der Flieger ist auch noch schneller als die Banshees. Jetzt werden sie Vollgas geben, also mit ihrem Boost. Wenn man einfach geradeaus fliegt, hier ist der noch
Stückchen schneller, allerdings nicht allzu viel. So, da haben wir jetzt unsere Nebenmission. Wir müssen da ein paar Leute beschützen, beziehungsweise eher die Angreifer ausschalten. Da habe ich mich erstmal um Geschütze gekümmert. Beziehungsweise bin dabei. Was nicht ganz so einfach ist, aber ich bin soeben außerhalb der Schussreichweite von denen, deswegen fallen auch meine Leute nicht drauf. So, Pseudo-Friedenvertrag. Ja, auf mehr als 300 Metern wird nicht angegriffen. Pff, drauf geschissen, ich bin ein Spartan, ich mache euch alle kalt. Also sieht's mal aus. Ja, im Endeffekt ist das alles eh nur ein bisschen rumballern und blablabla, aber es ist halt ein Ego-Shooter, was ist da schon mehr drin als rumballern. So, aber wie gesagt, wenn man jetzt dieses ganze, wie heißt es nochmal, mit diesem Hochladen, die ganzen Videobeschreibungen macht, dann noch Thumbnails dafür macht worden. Gut, bei meinen Thumbnails ist das nicht so, aber bei einigen können da echt einige Stunden drauf gehen. Ich habe mich, was das angeht, immer relativ bedenkt, weil ich da einfach nicht wirklich Lust drauf habe. Wobei ich finde, dass die auch ganz gut aussehen, von daher... der Aufwand ist dementsprechend gerechtfertigt, finde ich. Nur irgendwie, wenn man dann die ganze Zeit da reinstellt und dann am Ende keinerlei Aufrufe kriegt oder sonst was. Vor allem keinerlei Kommentare. Und wie gesagt, Kommentare ist eigentlich ein totaler Luxus, wenn man es mal so sieht. Allerdings finde ich, wenn man schon eine Serie mag von irgendwem, sollte man sie zumindest in der Hinsicht unterstützen, dass wenn man halt ein YouTube-Konto hat und die Videos guckt, dass man eh eine Bewertung abgibt, eine positive am besten. Wenn man nicht, wenn man sie nicht mag, dann kann man auch eben negativ bewerten, das ist alles so eine Sache. Das interessiert mich bei dem Ding hier relativ wenig, weil ich werde das so oder so fertig spielen, selbst wenn das keinen interessiert mehr. Ja, jetzt sind wir beim letzten Radarstörer, was irgendwie lustig ist, weil der Radar, also das Radar, was wir hier haben, funktioniert ja noch. Allerdings sind diese Radargeräte scheinbar für größere Sachen da. So, ich weiß nicht, ob ich mich von denen da drücken kann, aber es sieht aus, als ob die mich schon verfolgen würden. Und ich sehe sie ja auch auf dem Radar, was ja, wie gesagt, offensichtlich funktioniert. Plot Hole entdeckt. Wird tagelang drauf rumgeritten. Aber egal. So. Keine Ahnung, was ich noch sagen wollte. Also. Ja, diese ganze Sache mit den Videos. Es ist halt. Das Problem ist, wenn man halt ein bisschen drauf Wert legt, drauf achtet irgendwann auch, dann zieht einem das beim Video machen selber auch runter. Und von daher hatte ich tatsächlich dann schon mal so diese Überlegung so kurz, ich denke mal, dem einen oder anderen wird Schrödingers Katze was sagen. War ich mit Quantenphysik oder so ein Beispiel, weil kann man mir entweder bei so ziemlich allem irgendwie verwerten. Nämlich von wegen, wenn man jetzt eine Katze in einen Karton packt, dann ein Gift dazu in so einer kleinen Flasche. Die Ampulle dann so zerbrechlich gestaltet ist, dass sie irgendwann kaputt geht, kann man nicht wissen. Ob die Katze tatsächlich tot ist, wenn man den Karton nicht aufmacht. Also man kann daran rütteln oder so. Wenn man jetzt den Karton einfach so stehen lässt, keine Geräusche rauskommen, gar nichts, weiß man nicht, ob die Katze tot ist oder nicht. Aber das soll ich vielleicht auch noch erklären. Es sei natürlich, man hat das Ding einen Monat rumstehen lassen, dann kann man ziemlich sicher sein, dass die Katze zumindest ein bisschen abgenommen hat. Wahrscheinlich nur Haut und Knochen ist, wenn überhaupt noch Haut. Und ja, dieser Schalter ist tatsächlich an der Rückseite vom Krankenhaus. Ich bin einmal rumgeflogen. Es gibt nämlich so einen kleinen, es ist noch nicht mal ein Glitch, es ist von den Entwicklern eingebaut, dass man hier tatsächlich diesen Knopf drücken kann. Das wäre ja nicht da. Oder ändert sich bei dem Nachtclub, wo wir jetzt hingehen, etwas, nämlich die ursprünglichen Gegner werden durch andere ersetzt. Ach, immer dieser Clip an dem blöden Teil hier. Also an meinem Headset. Ich spiele einfach zu gerne mit dem Kabel. Vor allem, weil ich bei diesem Projekt nicht unbedingt immer beide Finger, beide Hände an dem Controller haben muss. So. Ja, also, wie gesagt, man hatte dann auch so gewisse Erwartungen. Also, wenn er halt das erste Projekt, was ich hatte, auch relativ gut gelaufen ist, halt auch ziemlich viele Kommentare dazu gekriegt oder so, dann merkt man, dass es einfach
einen großen Teil des Spaßes auch ausmacht bei diesen ganzen YouTube-Projekten, oder zumindest einen gewissen Teil, dass man halt Kommentare kriegt. Dass man drauf eingehen kann, dass man da die Leute ein bisschen Kontakt hat und so. Das macht tatsächlich dann nochmal deutlich mehr Spaß, als wenn man einfach nur Video macht, Video hochlädt, nächstes Video wieder hochladen und so weiter. Dann wird das Ganze ein bisschen, ja, eintönig, ein bisschen langweilig. Wenn man auch dann so auf Sachen eingehen kann, wie zum Beispiel, ja, mach mal mehr von dem, sag mal bitte ein bisschen was davon und so. Das ist dann schon eine große Hilfe. So, ich werde jetzt mal wieder hier den Vogel verlassen. Vielleicht bleiben ja die beiden Typen mal am Leben. Ja, ging diesmal auch so. So, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt kann ich auch tatsächlich mal zeigen, dass hier auch irgendwo von unten so ein Vogel hochkommt. Da haben wir ihn. Da haben wir den nächsten Falken. Langsam aber sicher kommt er hoch. Wie gesagt, das ist alles vorgespult. Hat dann hier auch gleich schon mal die ersten Gegner. Kriegt er das zum Glück auch alleine hin. Ich will da gar nicht einsteigen. Lass mal die Typen einfach mal machen. Aber vielleicht schon mal überlegen, ob ich mir da einen entern will, wenn die nah genug rankommen, was sogar hätte klappen können. So, Todessprung und dann doch nochmal geschafft. Ja, auf alle Fälle, wenn das dann so abflacht im Laufe der Zeit, irgendwann ist es halt nicht mehr schön. War es auch nicht mehr wenig Spaß und ich hätte dann auch tatsächlich das Problem, dass mir diese Projekte, wenn sie nicht gut liefen, auch der Spaß am Spielen selber kaputt gemacht haben. Genau wie den Spaß am Aufnehmen, weil ich glaube, das habe ich auch schon gesagt, wenn man jetzt hier dahin geht, ein Video aufnimmt und dann schon glaubt, das guckt sich keiner an, hat man weniger Motivation als so. Selbst wenn das Spiel Spaß macht, dann irgendwie, man merkt es halt schon, dass es ein bisschen nagt. Zumindest auf die Dauer. War bei mir zumindest mal so und ja. Da kam dann halt schon diese Idee, wie gesagt, dass ich es halt wie mit Schrödinger das Katze machen will. Ich nehme die Videos auf, was ich wie gesagt hier auch erstmal mache. Und ich lade sie nicht hoch. Das heißt, ich habe mit viel, viel weniger Arbeit den eigentlichen Spaß am Let's Playen habe ich dadurch, weil ich habe es ja kommentiert und so. Also die eigentliche Tat ist vollbracht. Allerdings wird es nie einer zu sehen kriegen. Bei den Videos ist das anders, das weiß ich. Ich habe auch bisher noch nicht wirklich ernsthaft drüber nachgedacht. Also noch nicht ernsthaft das angefangen, die Videos einfach mal so aufzunehmen. Und ja. Im Endeffekt habe ich so mit dem ganzen ohne Hochladen schon einen großen Teil des Spaßes gehabt, wenn halt keine Rückmeldung kommt. Die negativen Seiten habe ich nicht, weil solange ich die Videos nicht veröffentliche, den Rest kann man ja auch machen, wenn man da Spaß hat, wenn man Lust hat, da seine Leitung zu belasten, indem man die Videos hochlädt. Man Lust hat, da Videobeschreibungen zu schreiben, indem man da... Da war einfach Spaß, da solche Texte zu machen. Bei mir sind es ja mittlerweile immer die gleichen Dinger. Zumindest bei den meisten Projekten, wie ich das hier handhaben will, weiß ich noch gar nicht. Wenn man Lust hat auf Thumbnails und so, da kann man es ja alles machen. Aber solange man das ganze Ding nicht veröffentlicht hat, weiß man halt nicht, ob es einer gucken wird oder nicht. Ich meine, die Gründe, warum die Leute das nicht gucken werden, wird man eh nie erfahren. Von 3/4 mindestens der Zuschauer wird man auch nie erfahren, ob, ja, warum die das Video, wenn sie es geguckt haben, dann doch geguckt haben. Weil 3/4 halt nicht weiß, hat überhaupt einer ein YouTube-Konto. Kommentare kriegt man dann von den meisten eh nicht. Das ist einfach YouTube. Das ist Standard. Und ja, ich bin nebenbei nochmal gestorben, weil ich das ganze Konto ignoriert habe. So sieht es halt mal aus, wenn der Vogel doch hochgeht. So, und diese Stelle ist eh ein bisschen fiese, aber ja, was soll man machen? So, da war ich dann schon so mehr oder weniger überlegen, ob ich das dann so machen sollte. Aber wie gesagt, wenn es keine Kommentare oder so gibt, dann ist der eigentliche Spaß einfach darin, dass man weiß, dass man die ganzen Sachen so aufnimmt. Da ist dann... Ich glaube, ich wiederhole mich hier und werde immer sinnloser in meinen Ausführungen. Ja, dann ist der... Wie gesagt, wenn es keine Kommentare gibt, dann liegt der eigentliche Spaß beim Let's Play tatsächlich in der Aufnahme. Und das dann nicht hochzuladen, ist irgendwo sinnlos, aber wenn es einem dann Frust erspart, kann es eine Maßnahme sein. Vielleicht wenn es einfach besser läuft, dann schaltet man es dann doch frei oder so. Wäre irgendwie lustig dann schon die nach der ersten Folge, die freigeschaltet ist, zu dem Zeitpunkt sämtliche Videos eigentlich fertig zu haben. Und das ganze Ding schon wie in der Schublade verschwunden. Haben zu lassen, aber ja. Das ist dann so die andere Idee dahinter.
Nicht unbedingt mein Favorit, allerdings. Aber ich mal gucke, was ich momentan vorhabe, ist ja ganz klar den ganzen Kram aus meiner Sicht so ein bisschen verkommen zu lassen. Also das, was ich an Content bisher hatte, wird im Endeffekt aus meiner Sicht nicht unbedingt besser werden, weil nur Minecraft ist ein bisschen öde. Robocraft dabei ist noch cool. Ein bisschen. Aber es ist ohne die anderen Sachen zu machen. Naja. So, und hier ist jetzt noch so ein weiterer Schalter. Also wir machen da gleich richtig Party unten drin. Muss ich mal eben kurz hier anhalten. Ich glaube, es geht auch gar nicht mal darum, den Heli auszutauschen, weil der sieht doch ganz gut aus. Hier haben wir noch eine weitere Schaltfläche auch eben aktiviert. Alte Meter und vielleicht schon so ein bisschen die Disco hochkommen. Das ist jetzt nicht bei mir, das ist in-game. So, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was da passiert. Ich weiß, was passiert, wenn man den ersten, wenn man den Schalter das erste Mal drückt, also den beim Krankenhaus. Bei dem Ding habe ich keine Ahnung mehr. Könnte vielleicht den Song nochmal ändern oder so, ich weiß es nicht. Hoffe, dass ich wegen der Musik, die jetzt kommt, keinen Ärger kriege. Allerdings, meistens kann ich die Videos dann eh noch veröffentlichen, von daher riskiere ich das einfach mal. Sonst kann es sein, dass der Ton gleich schlechter wird, weil man das dann mit einem YouTube-Tool noch raus löschen kann, um das ganze Video verschrotten zu dürfen. Und ja, diese ganzen Content-ID-Sachen sind nochmal was anderes, aber es ist halt ein Thema für sich. So. Ich glaube, ein Problem, was ich noch hatte, und das ist auch meinem ganzen Konsolenfieber sozusagen zuzuschreiben, ist, dass ich einfach relativ wenig Multiplayer gemacht habe, beziehungsweise ich habe eigentlich nur generell nur Singleplayer gemacht. Einfach weil ich hier mit meinem Laptop nicht wie viele Multiplayer-Spiele machen konnte und dann halt auch dementsprechend mit der Konsole nicht online gehe und da halt auch dann auf Singleplayer irgendwo festhänge. Ich meine, Multiplayer ist jetzt nicht einfach, dass die Videos besser sind oder lustiger oder so, das kann jeder für sich selber halten. Da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Das ist aber so, wenn man dann halt mit anderen Leuten Multiplayer-Projekte macht, dann wird man auch bekannt. Soll es nicht darauf hinlaufen, dass man auf Teufel komm raus mit jedem dann Multiplayer-Sachen machen soll, wenn man mit dem irgendwie nicht kann oder so. Ach ja, die Mucke ist anders. Normalerweise war es eins aus dem Halo-Soundtrack, was ihr auch kannte, nämlich Never Surrender in irgendeiner Remix-Edition. Hier haben wir jetzt erstmal einen, und ich rede mal ganz bewusst ein bisschen lauter, um mir den ganzen anderen Scheiß zu übertönen, weil wegen Content-ID, wahrscheinlich habe ich, wenn das Lied im System ist, habe ich eh schon verkackt. Aber egal, wird wahrscheinlich auch zwei Videos betreffen, weil ich weiß nicht, wie schnell ich hier durchkomme. Wir haben auf alle Fälle einen Brut-DJ, mehrere tanzende Gwans, da kann ich auch mal ein bisschen laufen lassen, das ist auch das coole an Externen. Auch wenn das, glaube ich, die gleiche Animation ist, als ob sie von der Kugel getroffen würde. Also die tanzen auch über Schlachtfeld, wenn man es mal so sehen möchte. Stehen auch noch mehrere Bruts hier rum, ich meine ja hier mal ein Brut-Barkeeper. Oh, und ich habe schon angefangen, die Party zu quetschen. Ich denke mal, da gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Da geht es dann schon los. Ach ja, ich habe ihn einfach explodieren lassen. Hat die Leute nicht wirklich interessiert, aber ich glaube, jetzt wo der DJ tot ist, kann es sogar sein, dass sie richtig angreifen. Ne, die tanzen unten immer noch. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann ich sogar nach hinten kommen, aber ich meine spätestens, wenn man den Kannst du bitte ein bisschen machen. Wenn man das Ding da hinten hochjagt, dann geht's richtig los. So, den Kontrollpunkt gekriegt. Also die sind alle munter am Rumspasten. Wie von der Kugel getroffen. Bam, 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 bam. Kann man ja gerne mal ein Voice-Over machen. Ich werde es nicht mal, aber falls man Bock drauf hat. Und da ist der nächste Typ weg. Ja. Also, wie gesagt, hier Multiplayer halt allein schon, um bei anderen Leuten ein bisschen, nicht nur mit Einwerbung zu machen, aber halt auch mal, dass andere Leute wissen, dass man da ist, nämlich die Abonnenten von den jeweiligen. Würde ich auch, wenn dann nur aus Spaß machen, allerdings generell. Kann es wirklich helfen. Hab da auch schon einen Fall erlebt, wo wirklich jemand von, ja, 500 Leuten oder so auf mehrere tausend im Raketenflug dann hochgegangen ist. Kann ich den Leuten auch nur gönnen. Und ja. So, das kann natürlich dann auch helfen. Ich weiß nicht jetzt, ich hätte vor, in Richtung Minecraft dann auch was in Server zu machen, weil ich da einfach ziemlich Bock drauf habe. Aber wenn sich da jetzt nichts ergeben würde, in der Hinsicht, dass man dann bekannter wird, auch egal, weil
Spätestens ab jetzt ist für mich der Kanal irgendwie, naja, so ein bisschen kaputt. Vielleicht kann das mit Minecraft noch was werden, ich weiß es allerdings nicht. Ist dann halt auch wieder so eine Sache mit Schrödingers Katze, man weiß es erst, wenn es soweit ist. Aber ja. Ich glaube, die ganze Aufnahmesession dreht sich auch mehr oder weniger über das eine Thema. Noble 2 to Noble Leader, all jammers are down. Solid copy, Noble 2. New orders. All personnel are to be evacuated from ONI HQ. Say confirm. Confirm ONI Tower evacuated. Noble 2! Noble 2, sit rep! Copies are hitting the HQ in force! They must have zeroed my signals! Get that evac started! Roger that! Noble 6, get over here and cover our evac pelicans! I need you overhead! Haben wir noch einen neuen Pelican angefordert. Den anderen wieder ganz elegant mitsamt den Soldaten entsorgt, wie immer halt. Und ja, ich würde mal sagen, den letzten Part machen wir auch tatsächlich im nächsten Video. Wird dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer, weil das sind gerade mal 5 Minuten. Bis 10 Minuten, die möchte ich aber jetzt nicht unbedingt noch hier drauf schlagen. Und ja, was ich noch sagen wollte, ich hoffe mal, selbst wenn ich mich im Endeffekt mit der ganzen Kommentierung so ein bisschen um ein Thema drehe, hoffe ich mal, dass ich zumindest dann jedes Mal, wenn ich an denselben Punkt gelange, dann doch irgendwie noch was hinzufügen kann. Dass hier einfach nur hier immer komplett das gleiche ist, aber ja. Das ist halt so ein Thema, was mich leider momentan arg beschäftigt, weil ich habe zu viel Spaß, um damit aufzuhören, so ist es einfach. Aus gewissen anderen Gründen möchte ich allerdings auch nicht mehr allzu viel hier machen, weil es einfach stellenweise eher ins Frustrierende geht. Da ist das ganze Problem hierbei. Und mich wundert gerade, wie man die Punkte dann doch deutlich stärker sieht, wenn man hier sich im Kreis dreht. Aber auf alle Fälle vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir diese Mission auch wahrscheinlich abschließen werden. Wäre eine Schande, wenn nicht.